Ja, schön, Norman Lang, du bist auch dabei, dass du dieses Event unterstützt. Warum ist es so wichtig für dich, dieses Charity-Event zu unterstützen? Was für mich immer wichtig ist, Sachen zu unterstützen, wo Kinder Hilfe brauchen, beziehungsweise Kinder unterstützt werden, die Hilfe brauchen. Und sobald man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, kann man natürlich seinen Status ein bisschen ausnutzen, Leute anzuhalten, solche Sachen zu unterstützen. Und die Lukas-Podolski-Stiftung ist halt eine gute Stiftung, deswegen bin ich mit am Start. Wie hast du dich denn vorbereitet oder gehst du einfach so ganz kalt in das Spiel rein? Ich gehe ganz kalt in das Spiel rein, weil ich ein absolut grottenschlechter Fußballspieler bin. Muss ich ehrlich zugeben, hat man ja letztes Jahr auch gesehen. 2 Meter vorm Tor habe ich voll daneben geschossen, aber mein Gott, ne? Hauptsache ich kann den Ball einigermaßen annehmen und der gute Wille zählt. Ja, und letztendlich, ja, Fitnessstudio mache ich ja sowieso, das heißt ja, an der Ausdauer dürftet nicht hapern, aber halt wirklich an der Ballsicherheit bzw. am Zielen, das ist so ein Problem. Und wo können wir dich denn dieses Jahr hören? Wo bist du on Tour? Wo ich on Tour bin? Also ich bin dieses Jahr nahezu ausgebucht, ich weiß es gar nicht überall, aber das kann man gerne auf meiner Seite www.norm-langen.de oder auf facebook.com/normanlangen gucken. Da stehen alle Termine drauf. Also ich bin wieder auf, ich habe eben erfahren, ich bin wieder auf Mallorca, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Belgien, Deutschland, also alles dabei. Österreich habe ich schon, ja. Ja. Also sieht gut aus. Einfach auf meiner Seite schauen. Wir werden mal versuchen vorbeizuschauen. Viel Erfolg heute Abend und auch beruflich weiterhin. Ja, danke schön. Alles gut und viel Spaß. Drück mir die Daumen.